und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo, gedreht am Montagabend. Weil, das kann ich euch jetzt erklären auch, heute muss ich ein bisschen vorproduzieren, weil ich habe am Mittwoch leider Gottes keine Zeit. Am Mittwoch ist der schönste Tag des Jahres, am Mittwoch ist der wichtigste Tag des Jahres. Und am Mittwoch vor einem Jahr genau ist das Wichtigste passiert, was die Weltgeschichte jemals erlebt hat. Da ist mein kleiner Leo zur Welt gekommen. Der hat am Mittwoch Geburtstag. Und ja, deswegen muss ich ein bisschen vorbereiten. Was? Achso. Geos wird da stark bei. Und deswegen muss ich so ein bisschen vorarbeiten, damit ich am Mittwoch genug Zeit habe. Weil Leo kriegt eine richtige Geburtstagsfeier. Ja, ich erzähle nicht zu viel, sonst ist die Einladung nachher kaputt. Ja. der wird ein Jahr alt und da gibt es dann Kuchen bei uns zu Hause und den muss ich noch backen und ja, das wird dann halt ein bisschen Zeit fressen und ihr wisst ja, ich schlafe ja bis mir so ein bisschen zu lange. Und wenn ich das alles zusammenrechne und wir um 20 Uhr feiern wollen, habe ich am Mittwoch nicht so die Zeit und deswegen entschuldige ich mich schon mal. Ja, was für mich natürlich ein bisschen was Besonderes ist, ist Leos Geburtstag, weil Leo ist der erste Hase, wo ich bewusst, weil ich habe es wohl auch schon mal Issy gehabt, der hat auch eine Geburtsurkunde gehabt, ja, den Geburtstag so mit, so, ja, du, entschuldige Mom, aber weißt du, sonst frisst er den Ball an. Ja. Und bei ihm weiß ich bewusst, wann er Geburtstag hat, nämlich am 16. Mai 2017 ist er zur Welt gekommen und deswegen möchte ich den Tag etwas feiern. Ich habe zu meiner Mutter heute schon gesagt, das ist eine einmalige Geschichte. Und meine Mutter meinte dann zu mir, so, das würde ich jetzt wahrscheinlich an jedes Jahr sagen und ich schätze, sie hat recht. Ja, er hat auch schon seine er kriegt auch Geschenke. Eins davon hat er schon. Das ist so ein Knabberroot. Den gibt es von Bunny. Ich muss sagen, der kostet 7,99 €. Sorry, Schatz. Und den gibt es im Laden und der ist ungefähr so groß. Also, ja, so würde ich eher schätzen. Und ich finde es schon ein bisschen deftig für den Preis, muss ich schon sagen. Ja, und die anderen Geschenke, die kriegt er dann am Mittwoch. Sind nur noch zwei. Ja, und gut, das war es eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Ich mache auch die Woche wahrscheinlich frei. Am Freitag kommt dann nur noch ein kleines Video zum Update und ja, dann viel passiert die Woche nicht, weil diese Woche gehört ihm ganz alleine, meinem kleinen Schnupperpup. Also ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr, ja, wartet mal, wenn ihr das Video seht, heute, also an dem Tag, wo ihr das Video sehen könnt, erst, also so zum ersten Tag, danach könnt ihr ja eigentlich jeden Tag gucken, aber am ersten Tag, nachdem es dann rausgekommen ist, ist dann Leos Geburtstag. So. Also ihr seht es direkt an seinem Geburtstag. Ja. Zukunfts-Leo, alles Gute! Also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr, wie ihr so die Geburtstage von euren Haustieren feiert oder auch nicht. Schreibt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.rietemeyer@outlook.com. Ich wünsche euch eine super Zeit. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.